Hermit's Island, Hermit's Hut. Wir haben einen interessanten Storypunkt miterlebt. Also unser Pendant ist dann scheinbar doch bei weitem mehr wert als nur, hey, das ist von unserer Mutter. Ansonsten will ich mal ganz kurz gucken, was sind unsere Challenges für jetzt? Geld sammeln? Ich dachte, das hätten wir eigentlich schon gemacht gehabt. Collect 25 First Coins, Read Science, das haben wir eigentlich alles gemacht gehabt. Keine Ahnung, warum das erneut auftaucht. Aber gut, wir haben die Nacht erreicht und das Interessante ist wirklich, jetzt sind hier Viecher unterwegs, die vorher an diesen Orten noch nicht waren. Und das lässt uns die Musik auch gleich wissen. Kill an enemy with a jar. Sehr gut, das haben wir hinbekommen. Das ist die Frage, ob wir jetzt hier hoch müssen. Ich gehe einfach mal ganz bewusst hier hoch. Denn hier oben muss ich ein bisschen auf die Minimap achten, denn da ist ein blauer Pfeil. Ich will wissen, was dieser blaue Pfeil zu sagen hat. Pick up a jar. Das ist so hier in dem Dreh, aber irgendwie... Ich wollte jetzt eigentlich nicht kaputt machen, aber auch in Ordnung. So, gehen wir mal ganz bewusst hier hoch, weil das ist unser Start gewesen. Okay, wir können jetzt zu Bett gehen. Aber dadurch, dass wir hier halt jetzt die Nacht haben, will ich mal ganz kurz mich nochmal ein bisschen umgucken. Einfach um zu wissen, ob da hier nicht vielleicht noch irgendwas jetzt in der Zwischenzeit passiert ist. Denn zum Beispiel da unten ist was am Leuchten. Okay, gucken wir mal. Nämlich nur zwei Gegner hier. Das hier ist am Leuchten. Also da müssen wir irgendwie rein. Das ist schon die Frage, ob man das theoretisch hier daran vorbeikommen könnte, wenn man es darauf anlegt. Aber ich gehe mal davon aus, dass die clever waren, dass man nicht einfach hier außen entlang schwimmt und so reinkommt. Gut, dann würde ich sagen... Gehen wir erstmal wieder nach Hause. Und... Oh, die respawnen sogar relativ zeitig. Das ist durchaus interessant zu beobachten. Ich glaube mal nicht, dass man hier ernsthaft farmen kann oder ähnliches oder sollte überhaupt. Aber logischerweise nehme ich jetzt erstmal hier alles mit, was es hier mitzunehmen gibt. Alle hopp, bitte hoch, dankeschön. Und gute Nacht. Oha. Dann hoffen wir mal, dass es nicht zu dem alten Mann passiert ist, der uns eigentlich noch mehr erzählen wollte. Oh oh, und oh, die Viecher warten ja auch gleich schon auf uns. Die halten sogar einiges aus, die Drecksviecher. Ein ganz schönes Drecksvieh hier. Aber man kann einfach drauf losbashen. Thank you, kid. The necklace must have attracted these dark creatures, just as your father feared. Monsters and evil forces have disturbed the balance of the world. Your destiny is tied to Oceanhorn, just like your father's. It is no use to hide any longer. Old scriptures tell about sacred emblems, relics that hold the power of gods. Their purpose was to maintain the balance of the world, but they lost their power in the catastrophe, at the same time as Oceanhorn appeared. I believe that was no coincidence. To unravel the mystery of Oceanhorn, you must find out what happened to the sacred emblems. Here is what I know of them. The emblem of Earth that belongs to the Aru people
is hidden in the Perta Desert that was once a vast and beautiful forest. Most of its beauty withered along with the Aurus, wise and fearless bird people. The emblem of ocean belongs to Gilfolk, the people living in the waters of the world. Emblem of ocean is a relic of their long past glory and former power. The emblem of sun was the pride of Arcadia, a symbol of hope and determination for our kind. I will tell you more about it later. It is time to begin your journey. Seek the sacred emblems. This is the only way to get to Oceanhorn and find out what happened to your father. You will learn about the islands of Uncharted Seas from your father's notebook. First, you should go and talk to people on Chikaril Island. Take this key, it opens the door and the pier where your boat is kept. Godspeed. Yay, wir bekommen einen Schlüssel. Und zwar wäre schön gewesen, das zu lesen, was es ist. Aber ich denke, das wird für hier drin sein. Unter anderem. Ja, tatsächlich. Wunderbar. Und das gibt uns ein Heart Piece. Collect 4 of these to increase your maximum health by 1 heart. Okay. Lass uns ganz kurz gucken. Ne, wir können nichts mit diesem Buch machen. Dementsprechend denke ich, gibt es hier nicht mehr allzu viel. Ich will nur eine Sache noch testen. Und zwar hier unten gibt es immer noch diese Truhe. Und ich will einfach herausfinden, ob die weiterhin... Nope, hier ist sie zum Beispiel jetzt offen. Anders als in der Cutscene, da war sie nämlich zu. Gut, dann ist durchaus wirklich interessant. Hier zum Beispiel... Das Spiel hat leichtes Autolock an und dementsprechend... Diese ganzen Viecher hier, die herumrennen, wie man zum Beispiel sieht, wenn ich das gedrückt halte, der folgt denen automatisch. So, hier haben wir wieder ganz normale Gegner. Und natürlich ganz schnell auch noch, yay, Level 3. Interessant, dass wir dafür immer Start drücken müssen. You are a wayfarer and you got a pumpkin seed gun for your boat. Okay. Ich gehe davon aus, dass hier nichts großartig sein wird. Die konnten wir bisher also überhaupt nicht kaputt machen. Und bevor es zum Boot geht, ist hier irgendwas Interessantes? Nope, aber ich kann tolle Geräusche damit erzeugen. Okay. Dann würde ich sagen, beginnt unsere Reise zur World Map. Can you hear me, kid? It's me, Hammett. I can talk to you through this mysterious seashell here. Maybe I can be of help on your quest. Damit können wir jetzt scheinbar frei entscheiden, wo wir hin wollen. Dabei haben wir mehrere Karten, die wir auswählen können. Hier haben wir zum Beispiel einen Bereich, wo nicht erzählt wird, was es ist. Also gehen wir erstmal hier hin. Chikaril. So, und da haben wir jetzt hier schon mal so ein bisschen wirklich Wind Waker-ähnliche Elemente am Start. Oh Gott, wir können hier tatsächlich so ein bisschen schießen. Also wirklich auf irgendwelche Viecher zu treffen, ist gar nicht mal einfach. Oh, it's a beautiful day, have a safe trip. Was sagst du jetzt hier so einfach, ne? Ansonsten, die Steuerung ist nicht unbedingt selbstverständlich. Okay. Hätte eigentlich darauf geschossen. Aber am Anfang wollte das erstmal nicht so. Ja, man kann das Ding einfach spammen, wie man lustig ist. Und dementsprechend viele dieser Sachen scheinbar relativ simpel von Anfang an ausschalten. Ah, man kann scheinbar auch konstant auf die World-Karte gucken. Und wenn man möchte, dann scheinbar den Kurs wechseln. Ich habe nämlich auf B gedrückt. Und es hat das Ganze aufgerufen gehabt nochmal. Ja, also das wirkt hier eher wie ein Minispiel als alles andere. Ich kann leider auch nicht
die Vögel treffen scheinbar. Hard worker, move crates and other objects 100 times, protect the peace, spend 2000 coins. A wonderful little village. You know, this was the life I always imagined for myself. There's no time to rest though. I'll just ask for directions and move along. Welcome to Tikaria. If you learn the location of an island, you should get back to your boat and check it out on the world map. Ach so, die meinen das mit, wenn du einen neuen Ort gefunden hast, nicht wenn du einen Ort angesteuert hast zum ersten Mal. Okay, dann fangen wir einfach mal an, so ein bisschen mit den Leuten hier zu reden. And bombs just wonderful. You can use them to open new paths and blow up blocking objects. You should buy them at Bomb Island if you have a chance. Okay, damit wissen wir über eine neue Insel Bescheid und das ist dann jetzt auch mit diesem Tipp wunderbar in Kombination und wollte ich eigentlich nur aus Jux langlaufen. Hi Ophelia, I had a great trip on my way back. I got seasick. I was happy that the captain knew a small place to take some rest before going on. He called it Sandbar. I was able to gather strength there. Okay, und damit haben wir wieder was Neues herausgefunden. Oh hey. Und da hinten ist irgendwas, das aussieht, als könnte man dagegen schießen oder soll dagegen schießen. Aber für jetzt ist das erstmal noch nix. Okay, sweet. So, wir wissen, da hinten war eine Person. I love to watch boats sailing to Tikaril. Not long ago, I saw a weird black boat on the other side of the island. Who was that? Ja, who was that? Und das sieht so wirklich aus, als könnte man hier hoch und runter laufen. Ja, kann man auch. Dadurch, dass sie sich da hingestellt hat, sah das eher aus, als könnte man da nicht weiterlaufen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir auch als nächstes gleich hier rein. Einfach, um das Ganze richtig abzuarbeiten. Dan, I hope you are helping with cargo boats or something, since you are not here. Mr. Phil is displeased. He heard somewhere of our rat problem. I said that the only rat in my warehouse is my assistant, but when I came here, I saw a fat one right next to the barrels. And I wasn't you. Deal with it. The boss. Do not break any jars. Okay, dann machen wir es auch nicht. Okay, das war simpel. I love to watch boats. Okay, die hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich dachte vielleicht, das ist die. Und ist einfach nur nett zu Außenstehenden. Last year I took part in the stupid trip to Wizard Lands. I was hoping to see an Oru temple, but all I saw was empty wasteland and I got sand in my boots and burnt my skin. Why would anyone want to go there? All the fish are scared of the restless beast that has been seen in these waters. When the night comes, you can hear its ancient sound that drains the joy out of you. Adventurer's Guild, come and learn. Dann tun wir das doch auch. Erstmal müssen wir mehr Schilder lesen. Even the most fearsome enemy has its weak spots. Try different tactics on them. There is no shame in escaping. Oh shit, wie viele Sachen. Remember to spend your money. Never start an adventure without visiting the Tiraki shop. Sponsored message. Mhm. It's unlikely you will reach the master adventure level. Your adventurer level will rise as you slay monsters. Take on challenges and get achievements. Those blue diamonds represent your experience. And depending on how many you have collected, the Adventure Guild will grant you a matching level. You can always check the menu to see how many diamonds you have collect to reach the next level to collect. Yeah. Okay, also im Endeffekt haben die nicht ernsthaft was zu sagen, sondern einfach nur einen Hinweis, dass dieses System überhaupt existiert. So, mit dir haben wir hier geredet, mit dem haben wir noch nicht geredet. Der wird wohl von Interesse sein. The Festival of Sun is an important tradition for us. It predates even the catastrophe. There is no such darkness in the world that would keep us from celebrating Sol, our goddess. Er hat sich nie mehr getraut, die Tür aufzumachen.
It's Nettie's Diary. It's rude to peek inside. Aha. Na, schade, zum Beispiel hier kann man nicht einfach runterspringen. Ich dachte, man könnte hier vielleicht tatsächlich was... Mhm. Okay, also zum Beispiel, man kann Push sagen, aber man kann nicht... Ach, schade. Ich wollte wissen, was passiert, wenn man das davor stehen hat, aber es ist leider der gleiche Button. Um das Ganze so umzusetzen. So. Kann man hier einfach runterfallen? Nein, leider nicht. Das wäre ziemlich lustig, wenn man so sympathisch abkürzen könnte. Das ist Nettie's Vegetable Garden. That's Nettie. The festival of sun is coming. My father is busy working, preparing his fireworks. No one is allowed to go to Humming Hill before his work is finished. Das ist hier, das könnte man theoretisch schieben, aber warum wüsste ich jetzt auch wiederum? Ah, okay. Lass uns das mal probieren. Auch wenn ich nicht weiß, warum man das... Okay, ich kann es dann nicht mal hochschieben, selbst wenn ich es wollte. Weil das wäre natürlich so... Hi. Ich dachte, man müsste das da reinschieben, weil das mit diesem Weg verbunden ist, aber nope. I collect bloodstones around the world. I have collected them from the waters of the world, but I can't reach places far from water. Hey, why don't you help me? If you bring me enough, I will give you something special. Ja klar, warum nicht? Mehr Loot ist doch immer gut. Und natürlich auch gleichzeitig hier wieder so ein bisschen Geld mitnehmen. Auch wenn ich jetzt noch nicht euch sagen kann, für was ich Geld wirklich gebrauchen kann. Mehr ist immer gut. So, Wurzelhölle können wir jetzt... Ach, jetzt kommen wir hier wieder rum raus. Okay, damit haben wir hier diese Sache aufgemacht. Das sollte also in der Zukunft kein Problem mehr sein. Gut. So, dann gucken wir mal, wo wir jetzt noch hier weiter hinlaufen dürfen. Wir waren hier bei dem Brunnen, aber noch nicht weiter. Crayfish Cave. Entrance blocked by an earthquake. Also vermutlich das hier. Müssen wir erstmal gucken, wie wir daran vorbeikommen. Hier ist wieder so ein komischer Pilz. Kann ich den aufheben vielleicht? Nope. Nicht aufheben. Kann ihn nicht zerstören. Kann gar nichts. You look like an adventurer. You should check the Adventurer's Guild in Tirakel. They can tell you more about levels and stuff. Haben wir bereits gemacht und das war nicht interessant. Danger! This abandoned building may collapse at any time. Don't go near it. Ja, die Tür ist ein bisschen schief, aber alles andere sieht eigentlich relativ in Ordnung aus. Welcome to my shop. What would you like to have? Wir können es euch kaufen. Not yet in stock. Ist zu teuer. Get a full hearth container und... Looks broken, but still receives signals. Ancient radar. Okay, interessant. It's a beautiful day. Okay, da unten ist noch ein Schiff, aber das scheint... Oh, da ist eine Nachricht. Das ist vielleicht interessant, aber... Sonst. Guten Tag. They say that a thousand years ago, before the catastrophe, the kingdom of Arcadia stretched from north to south. There were other kingdoms as well, and each was protected by a sacred emblem. Okay. Das ist schön, aber wirklich interessant scheint wohl diese Treppe hier zu sein. Oh. Gefüllt mit Ratten, holy shit. Okay, also hier ist wichtig, dass man immer ein bisschen seine Ausdauer im Blick hat. Denn dieser Spin-Attack ist zwar nett, aber wenn man keine Ausdauer mehr hat, kann es vielleicht vom Nachteil sein. Obwohl das hier jetzt eigentlich relativ simpel war. Aber das liegt daran, dass es einfach nur Ratten sind. Hat gesehen, die sind nicht wirklich aggressiv auf einen. Okay, schön. Jetzt haben wir mehr Ratten besiegt. Hilfst du mir jetzt irgendwie da? Withered Lands used to be a great forest of the Auruns. The emblem of Earth was hidden in the forest shrine. Okay. Is there a town? Okay. Da sagt er jetzt wieder das Gleiche. Der, also, oh, da müssen wir vielleicht auch mal drauf achten, ob die vielleicht nicht alle irgendwie mehr Sachen zu sagen haben. Also, Fish are scared. Nope, das ist gleich, okay. So, wir kamen von da unten. Genau, da ist das Feld. Road to Forest Lookout, sowie... Arcadia! We got torn from our
past, but nothing can take away our future. So, hier ist natürlich jetzt fies. Ich sehe so überhaupt nichts. Da gehe ich mal davon aus, ja, da sind wir nicht lang. Trail to Humming Hill, da wissen wir, da dürfen wir jetzt aktuell noch nicht hin, weil dieses Festival noch nicht gestartet worden ist. Wir wissen nicht, wie wir da überhaupt rüberkommen zu dem Punkt mit dem Haus. Dafür müssen wir erst den Weg dahin finden. Okay, dann gehe ich mal wirklich davon aus, dass wir dann gleich Forest Lookout hier weitergehen werden. Oh, hi. Mal interessant, man könnte auch hier vermutlich runterspringen. Oder man kann vermutlich nur hier so hin. Ich gehe mal von aus, weil sonst kommt man da nicht mehr raus. Gut, dann gehen wir diesen Weg. Gucken, ob wir vielleicht irgendwie an diese Kiste rankommen könnten. Das ist so ein komisches oranges Zeug. Auch gar nicht mal uninteressant, aber aktuell scheint mir dann doch weiterhin nicht interessant genug. Oh, hi, hi. I love the atmosphere of this place. You can even see Sky Island when the weather is good. Mhm. Also scheinbar komme ich da aktuell noch nicht runter irgendwie. Oh. Ich kann jemanden seinen Stuhl wegnehmen. Und wegschmeißen. Like an asshole. Ja, das ist jetzt alles schön und gut, aber so wirklich weiterhelfen tut mir das aktuell noch nicht wirklich. Also gehe ich mal davon aus, dass wir hier aktuell einfach schlichtweg noch nicht weitermachen sollen. Das ist die Frage, wo wir jetzt dann hin müssen. Gehen wir mal ganz bewusst zurück. Denn wir müssen, glaube ich, hier bis zu unserem Boot zurück, um da dann entscheiden zu können, zu welchem Ort wir uns begeben. Vermutlich Wizard Lands. Bomb Island. Vielleicht müssen wir auch zu Bomb Island fahren. Schwimmen, wie auch immer. Sandbar. Also gehen wir mal zu Sandbar. Einfach weil das das nächstliegendste ist. Ich einfach wissen will, was da Sache ist. Obwohl das Spiel uns immer noch diesen Punkt da als Punkt hervorhebt. Ja, okay, du gehst weg. Dankeschön. Gar nicht erst großartig die Chance lassen, uns irgendwie damit zu nerven. Ist vielleicht lächerlich, dass man das Zeug einfach spammen kann. Denn es macht die ganze Sache ziemlich simpel für einen. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was auf dieser kleinen Insel passieren wird. Sehr, sehr düster aussehend. Und hier ist auch wieder einer dieser komischen Kristalle. Mehrere Kristalle sogar. Mhm. Nicht cool. Gar nicht cool. Also scheinbar ist das aktuell erstmal nur so ein Platz, wo man was finden könnte, wenn man wüsste, wie man es mitnimmt. Das hilft uns also der Hinsicht erstmal so überhaupt nicht weiter. Interessant wirklich, dass hier die Insel selbst wie ein Herz geformt ist. Okay, gehen wir weiter. Ja, wenn man wirklich halt auf die Minimap guckt, während wir herumgefahren sind, war angeblich hier halt der nächste Punkt, aber ich war ja dort. Es gab nur dieses eine Haus, wo ich nicht wusste, wie man da reinkommt. Entsprechend, keine Ahnung, vielleicht gehen wir tatsächlich jetzt hier zu Wizard Lands über. Ich überlege gerade, was man da hätte übersehen hätte können, aber irgendwie. Zum Beispiel, jetzt wird uns hier der letzte Ort einfach nur angezeigt. Also es hat vermutlich nichts damit zu sagen, ob da jetzt was storymäßig noch ist, sondern einfach nur, dass da halt wir als letztes waren. So. Wüstenlevels. Erster ernsthafter Punkt.
Da bin ich ja schon mal gespannt, was auf uns zukommen wird. Bounce an enemy with a shield 10 times. Kill an enemy with a jaw. It's hard to believe all this wasteland used to be a forest. Oris lived here. They're all gone. Great deal of wisdom disappeared with them. Safe point. Sweet. Yay! Sehr cool. Wir sehen auf dem Minimap da oben war irgendwo eine Kiste, aber noch kommen wir da nicht ran. So, weg damit. Watch out for goblins and ogre. Oh boy. So, die Karte sagt, ah, da oben ist ein Beetle und da können wir auch jetzt hier zum Beispiel so nur runter, nicht hoch. Und der Boden sieht ein bisschen fragwürdig aus, aber es ist alles okay hier. Hm. So, wir könnten da runter. Warum sollte... Oh, da unten ist eine Höhle oder ähnliches. Keine Ahnung, wo ich jetzt hier rausgekommen bin. Aber hier ist eine Truhe. Und unten ist ein Typ gewesen. Wow, Golden Gear from Ancient Times. You can have 50 coins for it. Okay, also wir haben jetzt einfach einen Gegenstand gefunden, der sich dann automatisch in Geld umgewandelt hat. Okay. Achso, jetzt sind wir hier oben rausgekommen. Die Frage ist, ob man hier... Nope. Man kommt da nicht einfach irgendwie weiter in eine andere Richtung. Und ich kann auch nicht einfach runterplumpsen. Also ich muss diesen Weg hier nehmen. Stimmt, da sind wir hier einfach runtergelaufen und haben den ignoriert gehabt. Pyrta Desert. I was hoping to visit the desert, but the path is blocked. If only I had bombs, I should have visited the bombs. I came here. Okay. Also unsere Aufgabe ist es dann für das nächste Mal Richtung Bomb Island uns zu begeben. Und von dort aus dann die Bomben zu holen, um dann hier weitermachen zu können. Okay. Bisschen Verschwendung, aber was soll's. Jetzt wissen wir wenigstens, was wir machen müssen. Ich verabschiede mich, hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Bis dann.